Wir dachten ja, du bist ja irgendwie noch raus, ne? Deswegen sind wir ohne dich. Okay, bis gleich. Hättest du ja was sagen können. Los geht's. Also zum Kabelhügel will ich. Ich fahre dir einfach hinterher, um zu identifizieren, was das ist. Es dauert aber, ich drehe mich nämlich mit 0 Stundenkilometern. Yay! Ich habe noch nichts in diesem Panzer, keine neuen Ketten, keinen Motor. Der ist einfach nur Kacke. Yay! Da, wo der M7 ist in der Gegend. Da, wo sich die Schweren oft treffen. Ja, da werde ich auch mal irgendwann hinkommen. Obwohl, ich glaube, ich fahre mal durch den Flughafen. Und alles kommt bei mir durch. Ja, du hast ja auch, naja, hast ja noch nicht mal 100, doch, hast 100 schon verloren. Das ist ja ein schlechter Scherz mit den T-150. Ich möchte mal einen schweren Panzer haben, der es auch mit den Feinden aufnehmen kann. Kabelkram, ja. Churchills sind eine einzige Lachnummer. Fast. Ach ja. Ach, du bist ja schon fast da. Da ist ein Stein. Habe ich nicht gesehen. Glaube ich dir. Ist auch gut verdeckt vom Busch. Ist ein Scoutstein. Ja genau, der steht zwischen zwei Büschen. Mhm. Was denn gerade? Achso, der KV-2 hat was zerstört. Ich dachte eben, der KV-2 wurde mit einem Schuss zerstört. Aber hätte mich jetzt aber gewundert. Yay, jetzt bin ich der stärkste Panzer auf dem Feld. Macht nichts. Bevor du einen Schuss abgeben kannst, ist das Feld schon geräumt. Ich habe schon einen Schuss abgegeben. Oh. Und ich habe auch schon Schaden gemacht. Ja. 52, um genau zu sein. Aha, ist ja feindliche Cheffy vorbeigekommen, hatte ich gestreifend Schaden genommen? Nein, ich habe auf den KV-T150 geschossen, der auf dich geschossen hat. Das konntest du von da hinten? Ja. Okay. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. Von hinten schießen. Das kann funktionieren. Oh. Ich sehe mich als schwerer Panzerfahrer eigentlich immer in der Verantwortung, vorne mitzufahren, ne? Das sehe ich auch so, aber ich komme ja selten vorne an. Das stimmt. Ist schwierig mit dem Panzer. So, letzte Position vom T-85 war bei unserer Basis. Vielleicht schaffe ich es ja noch rechtzeitig zum Flaggenpunkt zu kommen, um noch ein paar Cap-Punkte zu sammeln.
Ich muss ja immer noch die Steigung berücksichtigen, die ich zu überwinden habe. Ja. Schließlich fahre ich mit 17 Stundenkilometer Spitze. Und wenn ich eine Kurve fahre, fahre ich 3. Yay, 501. Woo.